kann man sich selber entscheiden, ob man das Kopftuch trägt oder definitiv. Nicht? Definitiv. Es heißt nicht, also natürlich, Kopftuch ist eine Pflicht einer Frau im Islam und genauso wie auch zum Beispiel Alkohol nicht erlaubt ist. Aber nur weil ein Mensch kein Kopftuch trägt, heißt es nicht, dass die Person automatisch kein Moslem ist. Also das ist einfach eine, sag ich mal, eine Sünde, die man begeht, also etwas, was man nicht machen darf. Aber es macht mich nicht zu einem besseren Moslem, nur weil ich ein Kopftuch trage und zum Beispiel die Muslime neben mir nicht. Aber das ist dann deine Auslegung, oder? Des genau. Islams dann. Andere sehen das ja wahrscheinlich auch wieder anders, oder? Ach, also ich denke sowieso, es gibt nie genau eine Meinung zu einer Religion. Mhm. Es wird Leute geben, die sagen, nein, dann bist du das nicht oder du musst oder du musst nicht oder nein, Kopftuch ist keine Regelung. Also ich möchte da auch niemandem was im Mund legen. Das ist so, wie ich es auslebe und so, wie ich es gelernt habe, genau.